Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Metroid auf dem SNES. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Orientierungsloser nennen, wenn ihr wollt. Denn ich habe eigentlich keine Ahnung, warum ich das letzte Mal diesen komischen Weg entlang gelaufen bin. Eigentlich habe ich mich nur von meiner Nase leiten lassen und die hat mich durch so einige Geheimnisse geführt, allerdings nicht zu dem Weg, den ich eigentlich hätte ablaufen sollen. Richtig, liebe Leute? Also ich habe mich inzwischen ein bisschen beraten lassen. Ich war auf der völlig falschen Fährte. Mir wurde zwar gleichzeitig gesagt, eigentlich gibt es keinen richtigen oder falschen Weg in diesem Spiel, aber auf der anderen Seite, okay, da wollte ich eigentlich nicht entlang. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem irgendwie den falschen Weg gelaufen. Wie kann sowas bitte passieren? Man kann da entlang gehen, wo ich entlang gegangen bin, aber es ist wohl nicht so gedacht. Eigentlich soll man erst in ein anderes Gebiet gehen. Ich bring mich um, du Vieh! Und das ist tatsächlich nochmal Norfair. Das habe ich gar nicht nochmal ausprobiert. Und deswegen, kam ich auf die Idee gar nicht so richtig. Das heißt, ich kam mal auf die Idee, wenn ich mich recht erinnere, habe ich das im letzten Part sogar mal kurz angesprochen. Aber es gab so viele andere Möglichkeiten, die ich hätte ablaufen können. Und aus diesem einfachen Grunde, liebe Leute, habe ich das eben zuerst gemacht. In Norfair aber dürfte es einen Weg geben, der viel leichter zu begehen ist, als die, die ich bisher begangen habe. Und aus diesem einfachen Grunde werde ich jetzt einmal dahin gehen. Leider habe ich das letzte Mal, als ich im Wrecked Chip war, nicht im Ghost Chip, im Wrecked Chip, habe ich auch den Gegenstand übersehen, den wir da hätten einsacken können. Ich bin da einfach quasi erst straight zum Boss gelatscht und dann straight wieder raus und leider kann man ja nicht einfach so zurückgehen, es sei denn, man hat diesen Gegenstand auch gefunden. Uiuiui, das war aber haarscharf. Ich glaube, ich roll hier mal weg. Mal ganz kurz gucken. Hier komme ich nicht weiter. Das war aber wirklich haarscharf. Ui, lass mich bloß in Ruhe, Klein. Ihr seid mir doch egal, Ich gehe einfach aus dem Weg. Ich bin ein Bombenkerl. Eigentlich bin ich eine Lady heute. Ich bin heute eine Lady. Ich kann in anderen Spielen ein Kerl sein. Tja, man muss auch mal Manns genug sein, Frau sein zu können. Ja, das stimmt wirklich, liebe Leute. Vielleicht ist es aber auch eine Lüge. So, auf nach unten. Diese Schmerzen. So, ich werde jetzt also direkt nach Norfair gehen, um dort den normalen Weg oder den gewohnten Weg abzulaufen. Werde dann vielleicht nochmal ins Wrecked Chip zurückkehren. Momentchen. Das ist ja gar nicht der beste Weg nach unten, oder? Brinstar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht bin ich jetzt auch ganz blöd gelaufen. Wir wollen ja am Ende sowieso nur nach Norfair. Flup. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es in Norfair vielleicht sogar einen von den besseren Schüssen gibt, was mir durchaus auch geholfen hätte beim Kampf gegen die Chefs und Max in dem Wreckchip Ship und Meridia. Wir haben noch viel vor. Durch diesen kleinen Ausflug habe ich jetzt leider das Problem, dass ich ganz sicherlich nicht innerhalb einer guten Zeit dieses Spiel beenden können werde. Dazu kenne ich mich einfach zu schlecht aus. Ich habe mir überlegt, ich sage euch oder zeige euch einfach dann trotzdem, wie das optimale Ende aussehen würde, aber eben erst, wenn es soweit ist, liebe Leute. Denn ich möchte mich jetzt nicht unbedingt, weil ich unbedingt der Coolste und Beste sein möchte, durch den Zeitdruck hier unter selbigen, also unter Druck setzen lassen. Denn ich möchte das Spiel lieber mit euch zusammen genießen, weil es zu gut ist, um es bei einem Playthrough, bei dem man einfach viele Sachen nicht mehr kennt, auf Eile durchzuspielen. Das ist blöd. Das möchte ich, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, das verdirbt mir das Spiel und euch vielleicht sogar das Let's Play so ein kleines bisschen. Kann das sein? Also, ich könnte es mir vorstellen. Und wenn nicht, dann tut es mir leid, dass ich das alles mir falsch vorstelle. Boah, ich friere euch eine Arschis. Tja, okay. Also, dich baller ich weg. Flump, flump, flump. Dich mache ich nach unten kaputt. Und, warum tust du so? Oder oben bei Lebensenergie. Das hätte ich so gerne gehabt. Aber ich kann leider nicht, liebe Leute. Bevor ich jetzt hier durchgehe, gucke ich lieber mal, wo es nach Norfair weitergeht. Ich denke mal, das wird das da unten sein. Ja, genau. Also sorry, dass ich diesen Ausflug gemacht habe. Sorry, dass ich den einen Boss, der eigentlich deutlich später hätte drankommen sollen, so früh gemacht habe. Ich bin zwar ehrlich gesagt ganz froh, dass ich ihn wenigstens geschafft habe. Er hätte mich ja genauso gut umbringen können. Aber auf der anderen Seite... Es hätte in der reinen Folge schon etwas normaler vonstatten gehen können. Aber so kennt ihr das inzwischen ja von mir. Ich krieg's irgendwie nicht hin, die Dinge so zu machen, wie sie gedacht sind. Nein, das schaffe ich einfach nicht. Ob's Blödheit ist oder Genialität, das darf nur meine Mama entscheiden. So, ich muss hier, glaube ich, noch unten durch nach Norfair. Die Bombe kriege ich direkt zurück. Das wissen wir inzwischen, nachdem ich das Bombenproblem schon einmal hatte. Hier ballere ich mich einfach nach unten durch, damit mich hier nichts erwischt. Und dann geht es einmal hier entlang, liebe Leute. Einmal mit Schwung, schwupp.
Okay, ja. Euch baller ich kaputt, ihr seid ja voll im Weg, Alter. Alles klar. Das bedeutet allerdings auch, dass ich nochmal in diese scheiß Treibsandgegend muss, was mich sehr traurig macht, denn ich mag Treibsand nicht. Der Treibsand, der macht mich sehr unglücklich. Was gab's hier eigentlich hier? Ah ja, da war ich aber. Da gab's nur den neuen Schuss, der inzwischen nicht mehr neu ist, weil da schon Part, wie viel? 7 ist. Ha, ich hab dich eingefroren, du Arsch. Au. Hing fest. So, ja, diese Sachen machen nicht viel Schaden, muss ich mal sagen. Hier können wir jetzt einmal durchgehen. Meridia interessiert uns erstmal nicht, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, oh nein, jetzt bin ich hier runtergefallen, ziemlich sicher bin, dass wir hier auch schon einiges machen könnten. Ich bin ja nur einmal durchgelatscht und es gab hier durchaus Wege, die ich noch nicht abgearbeitet habe. Aber liebe Leute, jetzt erstmal nach Norfair, damit wir so richtig schön ungeordnet durch dieses Spiel durchmarschieren. Ja Leute, so mache ich das einfach. Einmal nach unten, ich hoffe, ich finde dort auch einen Weg, der für uns interessant ist, aber eigentlich müsste es schon so sein. Mir wurde außerdem gesagt, dass der Anzug, mit dem ich unter Wasser besser springen kann, vermutlich im Wreckchip ist. Aber, also, ja, entweder, na, nee, also ganz sicher war man sich da auch nicht. Also, meine Quelle ist der liebe Tomatenmann Moft LP, ja, der ist ja ein ganz toller Freund von mir, der ist ein großartiger YouTuber und er ist vor allem jemand, der sich in diesen Spielen sehr gut auskennt. Allerdings, ist er sich auch nicht so ganz sicher gewesen und ich war mir ehrlich gesagt, ja, also zu schade nicht, aber ich war ehrlich gesagt, fand es um das Spiel zu schade, jetzt in einem richtigen, ah ja, da komme ich weiter auf jeden Fall, in einem richtigen, Walkthrough rein, mir das anzuschauen. Denn ein bisschen überraschen lassen möchte ich mich von dem Spiel noch. Wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, alles so ein bisschen vergessen zu haben und dieses Spiel neu erleben zu dürfen, dann möchte ich diese Gelegenheit auch nutzen können. Deswegen lese ich mir keine Komplettlösungen durch, sondern, hier ist noch einiges zu tun. Sondern hoffe, naja, dass ich eben das Spiel nochmal so ein bisschen genießen kann. Ein Speedrun war es von Anfang an nicht. Es ist ein bisschen schade um die Belohnung, aber naja. Wir werden schon drüber hinwegkommen. Zumindest ihr werdet drüber hinwegkommen. Ich vielleicht nicht. So, wir gucken mal ganz kurz. Eins nach unten und dann vielleicht zur Seite rein. Vielleicht sowas in der Richtung, liebe Leute. Hier kam ich nicht weiter, ne? Ach, ich glaube, ich weiß, was das war. Ja, hier komme ich nicht weiter. Flüm, damit komme ich hier nicht durch. Liebe Leute, damit kommt er nicht durch. Damit kommt er nicht durch, der Q. Also ich eigentlich Q oder Rex, wenn man... In Kurzform bestimmt Rex, oder? Das klingt wie so ein Hundi, das ist viel besser als Q. So, einmal hier durch. Ich müsste mal kurz hier doch nochmal nach oben gehen. Flümpedump, flümpedump, flümpedump und ciao. Ich wusste, dass es passiert und ich wollte es trotzdem unbedingt ausprobieren. Na gut, aber manchmal muss man sich den Kopf stoßen, um zu lernen, dass sich Köpfe zu stoßen keine gute Idee ist. So, okay. Ah, haha. Darauf habe ich gehofft, dass es hier einen Weg nach unten gibt, den ich eindeutig finden würde mit meinen Bömpen. Und jetzt kommen wir hier erstmal entlang und ich hoffe, dass es eine gute Idee war, hier entlang zu kommen, liebe Leute. Nein, warum lebst du noch, du Arsch? Schützt er sich mit seinen flammigen Freunden? Das ist doch... Was sind das denn für Viecher? Was sind das für Viecher, alter Verwalter? Pump, 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 pump. Oh yeah, ich mache euch alle weg. Tschupp. Dachtest du dir... Au, hat er sich wirklich so gedacht. Und es hat funktioniert. Au, 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 au. Mann, aber die machen viel weniger Schaden als im letzten Bereich. Das heißt, ich glaube, ich bin hier tatsächlich ausnahmsweise mal richtig. Und liebe Leute, so viel kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt bald begegnen werde, aber in dieser Gegend... Oh, oh. Die gehen alle kaputt. Wartet mein Lieblingsboss auf mich in diesem Spiel aus einem ganz bestimmten Grund. Okay, wir machen das doch einfach mal so, oder? Geht das? Kann man da so? Ah, ist es schwer? Also man muss tatsächlich. Naja, ich glaube, das kriege ich so nicht hin. Also ich drücke zwar immer direkt, aber manchmal. Ah, vielleicht geht das nur. Ja. Ich glaube, es geht am besten, wenn man den Zwirbelsprung macht. Aber es ist nicht so gedacht, dass man hier weiterkommt. Dass man hier den Weg zurück nach oben springen kann. Oh, ist das vielleicht... Ich glaube, das ist schon die Gegend, oder? Nee, ist es nicht. Ah, warum schießt er auf mich? Mann, ich war auch gerade auf ganz andere Dinge bedacht als auf dich, du... Füge Schimpfwort ein, liebe Leute. Fügt einfach mal ein Schimpfwort ein. Und zwar ein schlimmes, denn ich selbst kann ja nicht gut schimpfen, weil ich so ein gutherziger Kerl bin. So, tschung, tschung, tschung. Okay. Die erinnert mich immer noch sehr an die Bubbles. Ich glaube, hier hätte ich durchrennen müssen. Was? Ach, dich friere ich sowas von ein. Hui, flump, flump. Okay, alle tot. Ja, klar hätte ich hier durchrennen müssen. Das machen wir doch gleich nochmal. Und... Juhu, yippie. Flump. Okay,
Wo sollen wir denn lang gehen? Cool, jetzt haben wir also ein ganz neues Gebiet hier freigeschaltet. Oh, ist das geil. Wir können jetzt hier alles erforschen. Ich liebe das, wenn wir nicht aufgehalten werden durch Scheiße. So, ich wollte hier nochmal ganz kurz was sprengen, weil... Okay, ja, nee. Okay, dann eben nochmal mit Schwung. Oh, oh. Oh, das ist nicht gut. Kann ich da einfach so drüber rennen? Geht das? So über Lücken? So total Mario-mäßig? Nee, kann er natürlich nicht. Ah, sie. Gut, jetzt sollte es aber gehen. Okay. Nach unten? Nach oben? Irgendwo hin? Nach oben ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Das kann nicht das Schlimmste sein, was uns passieren kann. Ja, es ist auch ein kürzerer Weg. Also ich denke, ich mach das mal. Speicherpunkte sind doch gut für uns, oder? Liebe Leute, die sind doch gut für uns. Ja! Ich schwöre euch, dass sie nicht schlecht sein können. Nichts Besonderes, wir speichern trotzdem mal ab. Ich glaube, wir sind jetzt richtig und ich fühle mich endlich so ein bisschen wohl. So ein bisschen auf jeden Fall. Hätte ich mal früher dran gedacht, hier vorbeizuschauen. Beziehungsweise hätte ich es früher einfach mal gemacht. Nie mache ich das, was klug ist. Das ist voll schade, hat meine Mama auch schon immer gesagt. So, einmal hier durch. Aber das ist ja nur der Rückweg, oder? Schließt das jetzt hinter mir und ist alles schlimm? Nee, bis jetzt noch nicht. Also es ist auf jeden Fall der Rückweg. Oh, oh, das war schlau. Oh, das war schlimm. Das war schlimm. Ich weiß nicht. Ah. Geh weg. Wir schießen auf dich und steigen auf deinen Kopf. Was hältst du davon? Hier scheint nichts Besonderes zu sein. Auf jeden Fall ist da eine Rakete. Eine Rakete. Das heißt, wir müssten eigentlich... Ach so, nee, da brauchen wir immer noch einen Gegenstand. Ah, ich weiß auch welchen und wann wir den wohl bekommen. Ich habe eine ungefähre Ahnung und das freut mich sehr, liebe Leute. Denn ich warte schon sehr auf diesen Gegenstand und ich hoffe, dass er wirklich hier zu haben ist. Ich weiß nur nicht genau wo. Also nicht genau, ich weiß, dass er hier zu haben ist, aber nicht genau wo. Ah! Schwimm einmal hier durch und ich würde mal behaupten, tja, wo ist der kürzere Weg? Ich gehe erstmal zur Seite durch, wa? Oder was mache ich jetzt? Ja, ich gehe mal zur Seite durch. Wir sehen, da ist auf der Karte auch ein Boss gewesen. Ich kann es euch nochmal zeigen hier. Hier, da unten, direkt unter uns. Und ich meine ganz leicht in Erinnerung zu haben, dass ich da von der linken Seite rankomme. Aber ich bin mir nicht sicher. Und wir können es nur ausprobieren. Da ich es nicht weiß, liebe Leute, ich möchte natürlich nicht zuerst zum Boss, sondern ich möchte zuerst möglichst viel von diesem Level hier erforscht haben. Auch hier, total unsicher, wo ich hingehen sollte. Wahrscheinlich gehe ich gerade direkt zum Boss rein. Kann das sein? Kann das sein, dass ich das direkt mache gerade? Dass ich irgendwie so ein bisschen... Ich kriege Lebensenergie dazu und alles. Das sieht sehr bossig aus. Oh mein Gott. Aber wir müssen es jetzt durchziehen. Wir haben nur diese eine... Möglichkeit? Die ist keine Möglichkeit, hier komme ich nicht weiter. Scheißendreck, wir haben nicht mal diese eine Möglichkeit. Flimp, wir machen die Tür auf und gehen einfach zurück. Aber ich liebe dieses Spiel. Ich kann euch einfach nur sagen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Nämlich sehr. Flump. Einmal nach oben. Wie gesagt, es gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen, obwohl ich mich, wie ihr seht, sehr schlecht auskenne. Das liegt einfach daran, dass ich selbst meine Lieblingsspiele normalerweise nicht extrem oft durchspiele. Ich bin einfach ein Spieler... Was mache ich denn? Ein Spieler, der Abwechslung sehr gerne mag. Und auch wenn ich ein Spiel sehr lieb gewonnen habe, dauert es bei mir oft Jahre, bis ich es wirklich nochmal durchspiele. Anspielen, ja, das kommt schon relativ häufig mal vor. Wirklich durchspielen, liebe Leute, aber mache ich es meistens nur einmal. So, hier wollen wir nicht durch, sonst kommen wir eventuell nicht mehr zurück. Hier scheine ich auch schon gewesen zu sein, deswegen gehe ich direkt wieder nach unten, aber wenigstens haben wir wieder ein bisschen Karte vervollständigt. Ihr Ärsche, ihr wollt, dass ich leide und Schmerzen habe. Ich hasse Schmerzen, die tun aber so weh. Mann, Dreck. Alles klar, dann also das nächste Mal. Okay, nach unten. Einmal hier durch. Und jetzt müsste ich hier nach unten gehen können. Da gibt es auf jeden Fall Gegenstände. Und Gegenstände tun uns gut. Ja, ich liebe Gegenstände. Damit kann ich zum Beispiel was in mein Regal stellen. Ein Gegenstand. Oh, liebe Leute, das ist er. Der Boss, von dem ich geredet habe. Wie ging das nochmal? Ja, flump, bonk. Dieser Boss ist im Grunde genommen... Ja, mach mal den Smile auf. Glaube ich, sehr leicht. Ihr seht, er ist eigentlich unverwundbar gegen meine Schäden, aber... Wenn er die Schnauze aufmacht, in selbige schieße, dann läuft er nach hinten. Flump. Und, tschu, das müssen wir einfach so durchziehen, eine Weile lang. Ah,
Na? Flüm. Ja, jetzt schießt er auch noch. Ich dachte, das macht er gar nicht. Sowas in der Richtung. Flüm. Ihr seht, da hinten verändert sich so ein bisschen der Boden. Und kaum, dass er da drauf läuft. Oh mein Gott. Oh. Oh, oh. Ja, macht's nochmal spannend. Oh, oh. Tja. Kaum, dass er da drauf läuft, wird es brüchig und er ist eingekracht. Wieder ein leichter Boss. Aber schaut euch das mal an. Wie brutal ist das denn, bitte? Alter Verwalter. Da ist zwar noch was hier entlang geblubbert. Wer genau aufgepasst hat, hier ist noch was entlang geblubbert. Aber der ist bei lebendigem Leibe geschmolzen. Ich finde das derartig sackbrutal, liebe Leute. Wirklich wahr. Deswegen, das ist im Grunde genommen nur so ein Zwischenboss, glaube ich. Der gehört nicht zu den ganz großen Bossen. Aber das ist einfach für mich eine Szene gewesen in meiner Kindheit, als ich das Spiel wirklich sozusagen gespielt habe, als es noch neu war. Das fand ich echt krass. Der tat mir richtig leid. Der tat mir richtig leid, weil der einfach so weggeschmolzen ist. Wie hart ist das denn bitte? Na gut, liebe Leute. Wir gehen zurück. Wir kommen hier erstmal nicht weiter. Aber das ist ja immer noch zu. Und da waren Blubberblasen. Naja, gut. Wollen wir mal an nichts Schlimmes denken. Da hätte er uns reingedrängt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was passiert? Und? Und da ist er schon wieder. Bis auf die Knochen verbrannt, aber jetzt komplett besiegt. So hart. Selbst in seinem Tod quasi hat er noch uns so sehr gehasst und verabscheut, dass er nochmal in der Lava durchgetaucht ist, um uns wirklich Schaden zuzufügen. Hat ihn leider nichts mehr gebracht. Er ist am Arsch, liebe Leute. Aber dieses Auftreten fand ich einfach nur krass. Und das zu dieser krassen, geilen Bossmelodie, die wir hier auch gehört haben. Oh, oh. Oh. Wie machen wir das am besten, diesen Sprung? So. Also das gefällt mir schon extrem gut. Das ist so ein hartes Spiel eigentlich, ne? Fällt einem gar nicht so auf, weil es halt Super Nintendo ist. Aber es ist schon ziemlich heftig. Ja, liebe Leute, es ist echt heftig. So, einmal hier rüber gesprengt. Da komme ich ja gar nicht hoch. Was hätte ich denn da? Ah, da sind irgendwelche Flöbbels. Aber die fallen nur nach unten. Ihr solltet lieber sterben. Ach, so geht's. Alles klar. Na gut, wir kommen da oben also doch rein. Okay, ein Schuss zu viel, aber das macht nichts. Wir schauen erstmal, was es hier gibt. Ah ja, es gibt ein paar Bomben. Das ist schön. Bomben können wir immer gebrauchen. Man findet doch recht viele. Also wenn man einmal so über den Engpass am Anfang hinweggekommen ist, dann sammelt sich hier doch einiges an. Ich möchte nochmal kurz sprengen. Für den Fall der Fälle. Scheint aber nichts mehr zu geben. Wir gehen hier wieder raus und gucken mal, wo es unten entlang führte. Geil. Also damit bin ich irgendwie schon sehr glücklich mit diesem Boss hier. Das ist irgendwie so ein geiler Auftritt einfach. Ach, liebe Leute, dieses Spiel würde ich gleich direkt nochmal spielen wollen, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Und jetzt, wo ich mich langsam etwas besser wieder auskenne, würde ich auch sagen, ich könnte das relativ schnell durchspielen. Ich weiß allerdings auch noch, dass zumindest einer der Bosse, ihr seid vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Also nicht alle Bosse sind so einfach. Also dieser Geisterboss zum Beispiel ist ja schon mal eine kleine Nummer schwerer gewesen als jetzt zum Beispiel Krayt. Wobei ich sagen muss, mich hat es selbst erstaunt, dass ich den mit kaum Lebensenergie und obwohl ich eigentlich noch zu früh war, doch recht leicht besiegen konnte. Ich hatte die alle etwas schwerer in Erinnerung. Aber das ist, denke ich, schon alles noch so ein kleines bisschen im Gedächtnis übrig geblieben. Und deswegen komme ich damit auch noch so ein bisschen klar. Das ist sozusagen mein passives Bewusstsein. Gibt es sowas überhaupt wie passives Bewusstsein? Oh, und hier haben wir einen größeren Bereich. Ich könnte mir vorstellen, dass es da unten dann zum Boss reingeht. Aber wir müssen es einfach ausprobieren, liebe Leute. Ich gehe mal hier an der Seite durch und hier kommen wir nicht weiter. Schade. Na gut, dann eben nicht an dieser Seite, sondern einmal nach... Schon wieder so ein tiefer Fall. Das machen die in letzter Zeit gerne, oder? Kann das sein, dass sie es gerne machen? Okay. Ah ja, die Bombe haben wir schon zurück. Und noch eine dazu. Sehr schön. Ach ja, die geben uns also Bomben. Gucken wir mal ganz kurz, wo das hinführt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht sogar plump, 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 der Weg zum Boss sein könnte. Ich hoffe es mal nicht, sonst müssen wir wieder umkehren. Aber hey. Oh, okay. Hier geht die Lava hoch und runter. Oh, okay. Flump, flump, flump. Ha! Ha! Warum bin ich da gerade langsam gefallen? Oh, schwimm. Ich will noch mal ein bisschen was hier legen.
Für den Fall, dass hier was versteckt ist. Okay, wir haben eine Missile. Ich glaube, jetzt können wir 75 tragen oder so. Da sammeln sich schon einige zusammen, muss ich mal sagen. Aber wann benutzt man die noch groß? Also mal im Ernst. Das habe ich wirklich noch nie wirklich gemacht. Also tausende von Raketen zu benutzen. Wup, wup, wup. Au, au. Flump, schwung. Aber es ist trotzdem schön, viele zu haben. Flump, flump. Okay, gib mir das. Hey, ich wurde auch schon gefragt, ob ich nicht mal die Metroid Prime-Spiele spielen könnte. Klar kann ich. Mache ich sehr gerne. Sind für mich alle blind. Und ich würde mich da auch drauf freuen. Sind natürlich größere Projekte. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich das machen kann, weil ich auch noch andere Spiele vorhabe, wie zum Beispiel hin und wieder mal ein PlayStation-Horror-Spiel oder die Donkey Kong Country-Spiele, die neueren, also Tropical Freeze und Returns. Und ja, ich habe noch viele andere Projekte, die ich starten möchte. Alles zu seiner Zeit, liebe Leute. Aber auf jeden Fall, die Prime-Spiele interessieren mich sehr, weil ich ein großer Liebhaber selbiger bin. Eigentlich von den Prime-Spielen noch nicht, weil ich sie ja noch nicht kenne. Aber ich bin ein großer Liebhaber der Metroid-Spiele an sich. Ich sage immer Metroid. Aber ich glaube, damit kann man auch nicht viel... Oh, au, au, au. Auch nicht so viel falsch machen. Das klingt alles richtig. So. Flum, 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 tschum, 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 tschum. Okay, alles klar. Kann ich das wegsprengen? Flump. Oder muss ich das vielleicht gar nicht wegsprengen? Ich meine, ich könnte auch vielleicht durchrennen. Ach nee, das geht gar nicht, da durchzurennen, glaube ich. Weil das eben auch nicht... Oh doch, es geht tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dabei wurde es gar nicht Rennfarben gefärbt, könnte man sagen. Sollte man aber nicht sagen, weil es nicht stimmt. Flump. Okay, einmal hier hoch. Ich habe gerade immer so ein bisschen das Problem, dass ich bei solchen Sprüngen die Plattform aus den Augen verliere. Flup. Und ich weiß nicht ganz genau, ui, wo ich da landen soll. Ui. Ui. Hä? Und wo sollte ich jetzt hinspringen? Hui. Bräuchte ich da auch irgendwie... Welche Möglichkeit bräuchte ich hier denn zum Weiterkommen? Ach so, na klar, ich konnte ja rennen. Da kann ich doch bestimmt hochspringen, oder? Auf die andere Seite da hinten hin. Muss ich nur rechtzeitig abspringen. Ja, von hier aus, na klar, das müsste doch eigentlich gehen, oder? Wollen wir das mal ausprobieren, liebe Leute? Achtung! Flum. Das hat ja wohl geklappt, würde ich mal sagen. So, einmal hier weiter. Oh ja. Yeah. Und es ist, was ich gehofft habe, liebe Leute. Oh yeah. Das, meine lieben Leute, ist der Grappling Beam. Und damit können wir jetzt endlich in sehr viele Bereiche vordringen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Quasi einer der großen Movement-Gegenstände in diesem Spiel. Ich zeige ihn euch auch gleich. Erstmal gucken, was hier so ist. Sieht so aus. Wirp, wirp. Ich weiß nicht mal, ob man den auch als Waffe einsetzen kann. Und das Grappling, also das ist im Grunde genommen wie ein Greifhaken. So ein typischer Zelda-Enterhaken. Das ist ja eigentlich ein beliebtes Item in allen Computerspielen. Funktioniert etwa so. Flump. Juhu, wuppi, wuchung, flump. Und damit kann man sogar Türen aufmachen. Und ja, ihr seht halt, überall hier gab es diese Dinger. Und das können wir jetzt alles überwinden. Und wir haben schon sehr viele davon gesehen, wie ihr euch vielleicht erinnern tutet. Aber jetzt können wir da auch dran vorbei und das tut uns gut. Ja, jetzt können wir also alle möglichen Geheimnisse frei machen. Oh ja, mach dich frei, du geiles Geheimnis, du. Habe ich herausgefunden, die kann man kaputt machen, ne? Aber nicht mit denen, sondern mit denen. Flump. Ja, das macht Spaß. Ich mach die einfach fertig. Flump. Au. Du machst mich einfach fertig. Mann, voll. Ja, flump, flump. Die kann man auch einfrieren, aber es ist viel lustiger, wenn man die oben bringt. Wie im wirklichen Leben, liebe Leute. Okay. Okay, da muss ich mich wohl auch mit dem Grappling Beam festhalten. Einmal kurz schwingen. Oh yeah, das ist cool. Das macht Spaß. Oh je. Ich möchte erstmal nach unten gucken, für den Fall, dass hier irgendwas Wichtiges noch ist. Ist es aber nicht. Immer wenn die Karte noch blau ist, möchte ich lieber erstmal reingucken, was ich da so verpasst haben könnte. Okay, und schawing. Ah ja, hier gucken wir auch nochmal unten entlang. Ich schätze mal, auch hier gibt es nicht wirklich etwas Besonderes. Mein Grappling Beam ist meine stärkste Waffe. Flump, flump, nee. So, alles klar. Nee, auch hier gibt's nichts mehr. Okay, hey. Okay, dann eben noch einmal.
Okay, und tschüpp. Na, schwimm. Ja, von hier aus sollte ich das doch eigentlich schaffen, oder? Jawohl, flimp. Geht leider nicht hiermit. Muss ich sowas machen? Ja, so ein paar Raketen sollte man sich dann doch immer wieder aufheben. Cool. Ich meine, diese Aktion macht normalerweise keinen besonders großen Spaß, weil man es einfach nicht kann. Ich meine, das nicht, liebe Leute. Aber trotzdem, das ist ein richtig geiler Gegenstand. Flimps, einmal da durch. Ach, da kommen wieder Viecher raus. Viecher. Ich mag keine Viecher, meine einzige Schwäche. So, kann man sich eigentlich an den Dingern hier festhalten mit dem Grappling Bean? Fünf. Ja, Tatsache, geht. Damit hätte ich also auch da hochgekonnt, aber ich habe einen anderen Weg gefunden, deswegen gehen wir einfach zurück. Da machen wir uns überhaupt keine Sorgen mehr. Wir finden immer einen Weg. Ich habe sowieso die Neigung, hier immer so ein bisschen die Wege etwas falsch zu begehen. Der Schädel liegt immer noch da, brutal, wie es normal ist. Wow, wow, wow. Oh, Hilfe, ist so heiß. Oh, muss man noch ein bisschen springen? Und tschüpp, tschüpp. Oh, und tschüpp, tschüpp. Oh yeah. Und wir haben einen Energiecontainer. Was war das denn? Puh. Gut, dass man sich da nach oben wegschnappen kann. Flup. Und wir. Nee, Energietank. Container waren die anderen, glaube ich. Wenn die überhaupt. Wenn sie. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Gegenstand, der Container wirklich heißt hier? Müllcontainer vielleicht. Auf jeden Fall haben wir einen weiteren Energy Tank. Und das macht uns was? Ja, happy, liebe Leute. So, ich gehe noch ein Stückchen zurück. Und dann müssen wir auch den Part leider beenden langsam. Wupp, wupp. Okay. Und schwung. Ihr seht, wenn man sich nicht blöd anstellt, haha, ich habe jetzt gerade gesagt, dass ich mich nicht blöd anstelle, dann kann man sich hier relativ smooth durch die Welt hindurch bewegen und muss sich nicht immer von allem treffen lassen. Das ist allerdings ein dickes Wenn. Denn, meistens zählt es für mich nicht. So, dann können wir jetzt nämlich hier an der Rested-Seite hier weitergehen und, können da uns weiter grabben. Ja, grabben auf eine neue Art und Weise. Der Grabscher-Beam ist das nämlich, liebe Leute. Ja, das ist er wirklich. Oh ja, das macht Laune. Ne? Heil mich! Achso, ich bin schon geheilt. Flump. Ja, flump. Alles klar. Ja, da schauen wir vielleicht nochmal rüber, ha? Flump. Flump. Ja, die schnappen natürlich nach uns. Die wollen das nicht anders. Und wenn man sich blöd anstellt, wie ich auch gerade gezeigt habe, dann ist alles schlimm. Dann ist alles des Todes. Da war ich ein bisschen zu ungeduldig und ein bisschen zu großkotzig. So, einmal durch die Tür. Und wir sind wieder in einem bekannten Gebiet. Wir machen das mit unserem Grappling-Gebiet auf. Grappling-Gebiet mit unserem Grappling hier Krams. Und ich würde mal behaupten, flump, flump, flump. Ich muss jetzt den Part beenden. Wo gehe ich denn als nächstes lang? Ja, nach unten, würde ich ganz klar sagen. Und das nächste Mal können wir dann vielleicht nochmal die blau gebliebenen Orte hier absuchen. Die sind unglaublich blau geblieben. Die trinken eindeutig zu viel. Und ich würde sagen, das ist ein ganz gutes Vorhaben. Wir kommen aber auch weiter im Wreckchip und eventuell sogar im Meridia. So, alles klar, liebe Leute. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe viel zu grapschige Arme. Schaut euch das mal an. Achtung. Bzz, bzz, bzz. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Macht's gut, liebe Leute.